Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Ich habe Post gekriegt. Ich habe mir zwei, drei Sachen nachbestellt, ein paar Farbgele, habe aber noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen, es aufzumachen und habe gedacht, vielleicht interessiert es ja der ein oder andere von euch. Vielleicht kann er ja was mit anfangen, vielleicht braucht er auch gerade Farbgele und mal schauen, wie die sich so wie sie im Live aussehen. Also ich packe es jetzt mal mit euch zusammen auf. Das ist einmal von MSE. Habe ich ein paar Farbgele bestellt. Ich muss mich zurückhalten. Ich habe mir den Warenkorb dreimal ausgeleert. Und habe mich dann im Endeffekt nur für die 5 entschieden. Ich habe eigentlich 15 drin gehabt. Aber dann habe ich gedacht, ach nee, eigentlich habe ich ja so viel und ich wollte jetzt nur mal wieder auf Farbe stellen. Das sind jetzt, also ich muss gerade gucken, ich glaube die eine, die ist 621, genau, die 621 ist mein absoluter Favorit. Die habe ich auch selber sehr oft drauf. Das ist eine Nachbestellung, das andere sind, glaube ich, also sind einfach Neubestellungen. Trage mal die, öffne mal die und trage sie gerade mal schnell zusammen auf. Dann seht ihr sie mal live. Also die kenne ich schon, die zeige ich euch am, ja, am Anfang vielleicht. Das ist die ein super schönes dunkles Pink im Herbst, im Frühjahr, im Winter, selbst im Sommer. Also ich finde es einfach super schön. Das ist jetzt leer gegangen und das habe ich nachbestellt. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera richtig rüberkommt, aber das ist wirklich ganz, ganz toll. Richtig schön dunkel, richtig schön cremig zum Auftragen. Also das liebe ich echt. So, dann schauen wir mal, was ich noch angeklickt habe. Ich glaube, viele rosa Töne. Ich bin ja so ein rosa Fan. Ich glaube, rosa und beige habe ich bestellt. Mal schauen, was das ist. MSE hat ja sehr, sehr viele Farben. Ich habe auch einige von MSE da. Die Hauptfarbe oder ja, auch viele habe ich allerdings von Aretini. So Mischung zwischen Aretini und MSE, wo ich so als Favorite habe. Das ist ja auch richtig tolles. Rosa. Rosa war im Sommer dieses Jahr bei mir total im Trend. Also ja, richtig, richtig schön. Und nicht mal alle, wo ich habe aufgetragen zur Auswahl vom Kunde. Also ich habe manche, die habe ich noch gar nicht. Auf Tipps aufgetragen. So, ja genau, das ist dunkler. Das ist wieder ein bisschen andere Nuance. So ein bisschen Holznuance vielleicht. So ein bisschen dunkleres Rosenholznuance. Kann ich mir auch super im Herbst vorstellen. Mischung zwischen Altrosa und ein bisschen ins Braunliche, sage ich jetzt mal. Also kann ich mir auch gut für Business vorstellen. Für Businessleute, die möchte ja meistens nicht so ein knalliges Rosa. Das werde ich jetzt zweimal auftragen, die andere gehen super gut in einem Mal, das seht ihr. Da muss ich jetzt ein bisschen schwebend auftragen oder eben zweimal. Mache ich vielleicht nachher noch, wenn ich einmal das Tipprad ausgehärtet habe. Also bei denen zwei Töne mache ich es gar nicht. Also bei denen ersten zwei Töne mache ich es gar nicht. Bei dem trage ich es jetzt einfach nochmal in eine zweite Schicht auf. So, ich hätte es mal jetzt noch nicht aus, weil ich möchte gleich alle zusammen machen. Sparen wir ein bisschen an Zeit. Das ist wieder ein Hellrosa. Also Hellrosa war bei mir richtig im Trend dieses Jahr. Schau. So.
Ich habe ja schon mal ganz am Anfang meine alle Farbe aufgetragen. Also wer sich da interessiert, schaut da mal durch. Das habe ich dann auch geordnet in Rot, in Rosa, Pink, Braun Kategorie. Also da ist wirklich pro Video ist eine Farbkategorie. Das ist bestimmt für der ein oder andere auch super interessant. Also hier sieht man jetzt auch einmal auftrage und das bei der helle Farb richtig toll. Also das Einzige, was man zweimal jetzt auftragen muss bisher, ist das große Holz hier. Also das helle richtig, richtig toll in einem Mal. Super. Ja, schaut mal am Anfang Januar müsste es gewesen sein, die ersten Videos oder Februar. Da habe ich dann Farbgele aufgetragen und da wirklich ist es übersichtlich. Das sind jetzt einfach nur ein paar Bestellungen von mir, die vor 3 Tagen gekommen sind. Ich habe sie noch nicht mal geöffnet. Jetzt öffne ich sie fix. Ich muss mich beeilen, Kundin kommt gleich. Aber ich wollte euch. Das ist auch super schön. So ähnlich wie das erste, habe ich mir fast gedacht, dass das fast gleich ist wie die 621, aber in ganz kleinen Ohrs geht es mehr ins Pink. Also auch richtig, richtig schön. Deckt auch gleich wieder wie Sau. Richtig, richtig toll. Also die Dunkelpink-Töne, die decken wirklich Wahnsinn bei MSE. Wie gesagt, manche heller auch. Sieht man ja an dem vorhergehende, aber das ist ja der absolute Knaller. Richtig schön. Dann öffnen wir in der Zeit mal noch das andere Päckel, wo gekommen ist. Und das ist natürlich von Aretini. Also ich habe ja meine Hauptgele von Aretini und meine Farbgele, also ich habe sehr viel Farbe von Aretini. Und das sind jetzt keine neue Farbe, wo ich jetzt nachbestellt habe, die Bestellung, sondern das ist jetzt wirklich die Nachbestellung von Farbe, wo leer gegangen sind bei mir. Gibt es ja ganz selten, ich habe ja keine Ahnung, 400 Farbe oder so, aber diese Nachbestellung, ich habe schon mal vor kurzem nachbestellt bei Aretini, da habe ich aber vergessen, mit euch auszupacken. Deshalb habe ich es hier. Mache ich es jetzt? Heute habe ich dran gedacht. Das sind wirklich die, die in diesem Sommer leer gegangen sind. Und manche sogar auch schon zum zweiten Mal. Also das Bonbon ist schon zum zweiten Mal leer. Das Military habe ich schon zweimal dieses Jahr nachbestellt. Und das Red ist auch ein absolutes Muss. Also richtig, richtig toll. Kostet zwar ein paar Euro mehr wie in anderen Firmen, aber ich finde, es lohnt sich. Und ich finde, wenn man. Also ich habe die super gern. Ich finde, wenn man, wie soll ich mich ausdrücken, wenn man Geld für seine Dienstleistung nimmt, dann finde ich, sollte man jetzt nicht wegen 2 Euro Unterschied sparen, weil man spart so viel Zeit und Ärger, wenn man es eben nur einmal auftragen muss oder selbst wenn man es zweimal auftragt, aber es wird dann schön oder es geht einem einfach gut von der Hand. Also ich rechne da jetzt nicht in 2 Euro, wo irgendwo anders teurer oder billiger sind, sondern ich rechne das immer in Zeit und in der Farbe, wo ich auch wirklich verwende. Weil wenn ich mir jetzt irgendwelche Farbe kaufe, nur weil sie irgendwo ganz, ganz günstig sind oder günstiger sind und ich habe die dann rumstehen, dann ist es ja auch so, dass wenn ich sie rumstehen habe, habe ich sie ja trotzdem bezahlt, aber ich brauche es nicht. Und hier bei Aretini bestelle ich so oft die Farbe nach. Das ist einfach nur der Hammer. Und man kriegt immer ein gratis Geschenk. Manchmal ein Farbgel, manchmal ein Make-up-Gel, aber meistens sind es Farbe. Bekommt man bei jeder Bestellung in der Regel eins dazu. Das heißt, wenn ihr das noch mitrechnet, dann ist es ja auch gleich wieder 1 Euro, sage ich jetzt mal, günstiger. Also wenn ihr dann eine kostenlose Farbe mitrechnet pro Bestellung. Dann zahlt er ja auf die andere Farbe eigentlich hochgerechnet auch nicht mehr so viel. Von dem her, wirklich der Knaller. Die lassen sich super, super gut auftragen. Wie gesagt, das sind jetzt die, wo ich eigentlich, glaube schon zweimal nachbestellt habe dieses Jahr. Das sind die absolute Brüller bei mir im Studio. Ich finde auch die Aufmachung halt total schön. Ich mag das. Ich finde es auch okay. Glas ist einfach. Für das ist halt ein bisschen günstiger, aber ich finde es halt schön. Man sieht halt hier schon, was drin ist. Die Tiegel sind eckig, die sehen halt toll aus.
Es sieht einfach wunderschön aus mit dem Design. Man hat schon eine Ahnung, was drin ist von der Farbe hier, vom Design. Richtig, richtig klasse und man kriegt immer eins gratis in der Regel. So, dann fangen wir an mit diesem wunderschönen Herbstrot. Das ist der absolute Kracher. Ich mache es jetzt nicht auf, weil ich festgestellt habe, ich habe das, genau das, Merlot 308, 308, vor 2 Monaten schon mal nachbestellt und habe es aber jetzt nicht mehr gefunden. Und ich habe eine Kundin, die möchte es nur, also die möchte immer nur dieses. die ist letztes Mal schon fast vom Hocker gefallen, wo ich gesagt habe, oh sorry, ich habe es irgendwie verpeilt, ich weiß nicht, wo es ist. Deshalb habe ich es ihre nachbestellt. Jetzt habe ich es aber wieder gefunden. Jetzt ist aber eine neue Farbe gekommen, aber macht nichts. Das ist ein wunderschöner Herbstrotton und die Farbe lasse sich echt bombastisch auftragen. Und das geht weg wie warme Semmel im Herbst. Schaut mal, also ich glaube, da brauche ich nichts dazu sagen. Ich hoffe, das Licht verfälscht es nicht so. Guck mal, wie ich drücke. Also das ist der absolute Kracher. Wer Rot liebt, braucht diese Farbe. Wenn ich halt Farbe habe, die dafür gehen und ich die ich dafür aufbrauche darf, dann zahle ich auch mal gern 2 Euro mehr. Ist meine Meinung. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. So, dann auch eine meiner ganz großen Favoriten dieses Frühjahr. Ah, jetzt habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also eine sehr beliebte Farbe auch bei mir. Ihr seht, wie alt ich drauf drücke. Ja, das Pastellige, ich finde es so eine Mischung, ja, mit einem leichten Graustich, leichtes Lila, Rosa, also auch sehr, sehr beliebt bei mir. Kaufe ich, glaube zum dritten Mal dieses Jahr nach. Natürlich braucht ihr ein guter Fullcover-Pinsel mit einer guten Spannung, beziehungsweise so eine Mischung aus Haare und Spannung, das ist immer sehr wichtig, damit es keine Pinselstreife gibt. Ihr seht, keine Pinselstreife. Natürlich mein Fullcover-Pinsel mit langem Haar. Ideal dafür gibt es in meinem Shop. Und gerade für Pastellfarbe ist so wichtig, ein guter Pinsel zu haben. So, dann nochmal so ein Klassiker, ein ganz tolles Braun. Jetzt gerade in dieser Herbstsaison. So, ja, so eine Mischung aus Nude und Braun, finde ich, ist das. Also ich kenne es schon auswendig, weil ich das auch schon zum x-ten Mal in meiner Farbgel-Karriere nachkaufe. Das geht einfach immer aus. Ich weiß gar nicht, wie das Licht das einfängt, aber es ist wirklich ein Traum. Ist nicht zu hell und nicht zu dunkel, nicht zu braun und nicht zu grau und allem eine Mischung. Das ist echt. Und diese Wahnsinnsdeckkraft von diesen Aretini-Farben, das ist einfach nur der Knaller. Auch hier, wie arg ich drauf drücke. Die Pinselhaare umschließe praktisch das Fullcover, so dass keine Schliere entstehen. Das ist natürlich der absolute Kracher. Und der sieht einfach gigantisch aus. Farbrad ist voll, 2 fehlen noch. Das Geschenk, da bin ich immer sehr gespannt. Das ist immer so spannend, was man da für eine Farbe kriegt. Das ist so toll. Das freut einen fast mehr wie die gekaufte Farbe.
Also so geht's mir. Ich freue mich immer tierisch, wenn ein Geschenk drin ist in einer Bestellung und wenn es dann natürlich ein Farbgel ist, wie bei Aretini. Das ist immer so. Das ist einfach nur herrlich. Dieses Elegant Grey ist einfach ein wunderschönes, zeitloses Grau. Nicht zu asphaltig. Nicht zu dunkel. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich weiß gar nicht. Manchmal ist es ein bisschen problematisch mit dem Licht. So, und zu guter Letzt die Spannung. Welche Farbe verbirgt sich hinter dem Geschenk? Ich finde das immer so geil. Ich krieg mich da echt nicht mehr ein, als wenn ich da jetzt. Da schaue ich immer so nach einem Strich. Oh, ich kann da nichts erkennen. Wie so ein kleines Kind. Oh, was ist heute? Aha. Oh, Ein schönes Metallic-Ziel verbirgt sich heute dahinter. So eine Mischung aus Blau, Grün, Flip-Flop. Schön. Wer jetzt auf so eine Farbe steht. Oh, Wahnsinn. Die Deckkraft ist ja der Hammer bei Metallic-Farbe. Natürlich wieder mit dem gescheiten Pinsel ohne Pinselstriche. Trotz Metallic. Schaut euch das mal an. Bei Metallic ist das ja oft. Hier keine Pinselstriche. Das ist jetzt gratis Geschenk. Juhu! Es sieht dann immer so aus. Ist immer eine andere Farbe, was ich gerade dahin. Ist echt lieb. So, das waren dann alle aufgetragene, meine Nachbestellungen von diesem Frühjahr, meine Favorites sozusagen, wo einfach ginge. Und leer waren. Seht ihr noch mal auf einen Blick. So, dann hoffe ich, mein kleines Nachbestell-Farbgel Laber-Video hat euch gefallen und hoffe, ich habe euch den Tag versüßt und sagt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Manu.